Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Monster Lab. Im heutigen Part werden wir noch diesen Turm suchen, da wir wieder Laufbursche von diesen ganzen Lappen aus dem Schloss spielen dürfen. Nee, wir gehen zuerst hier noch... Na, hä? Da will ich doch gar nicht hin. Nein! Nein! Geh zurück! Zurück! Ja, gehen wir zuerst hierher. Da waren wir ja schon verdammt lang nicht mehr. Ich denke mal, Feldreparatur werden wir in diesem Part nicht benötigen. Maguke. Da gab es doch auch noch dieser eine Ort da weiter unten. Wo wir zuerst nicht hin konnten. Können wir da jetzt hin? Würde mich mal interessieren. Natürlich kommt er zurück. Was will der jetzt von uns? Wer hat diesen Turm gebaut? Es gibt keine Baugenehmigung dafür. Das Ding muss weg. Aha. Ach, offenbar schützen die Schergen des Barons die Türme vor unseren Raketen. Mach sie fertig. Oh, ey. Das ist mal ein mechanisches Monster. Solide Bauweise, perfekte Schweißnähte. Trotzdem, ein gutes alchemistisches Monster könnte es knacken. Scheiß auf alchemistisches Monster, ich knack das Vieh auch so. Wenn ich jetzt weiß, wo es ist. Hier unten? Ich weiß nicht, sind wir hier vorher auch hingekommen? Hier ist ein Minispiel, das machen wir einfach mal. Antikes Rätsel. Das sieht falsch aus, dann brauchen wir dieses Stück. Nein, 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 nein! Oh no! Haben wir auch noch verkackt? Ist das denn wahr? Oh nein, nicht schon wieder! Ich hasse die Viecher trotzdem! Auch wenn ich jetzt weiß, wie es geht. Ja, da unten scheint es noch lang zu gehen, aber hier ist auch nichts, wie es aussieht, oder? Ja, ist gut, so eine Elektroverfolgung schaffen wir. Können wir auch machen. Vor allen Dingen ist eine einfache. Das war etwas knapper, aber easy geschafft. Schrumpfkopf haben wir aber auch schon. Haben wir aber auch noch nicht so oft verwendet, also an sich, ja, so einen Schrumpfkopf kann man haben. Nein! Oh. Ja, mal gucken, wie schnell wir den Kampf beenden können. So, aber wo soll jetzt der Turm sein? Oh, süß! Und tschüss. Hätte aber schneller beendet werden können. Mein Monster hat am Anfang sich ein bisschen bewegt. Hätte ich sofort X gedrückt, wäre der Kampf mindestens eine Sekunde schneller gewesen. Vielleicht auch eine halbe Sekunde. So, es wäre dennoch jetzt mal schön... Och, nicht schon Wetter. Ihr geht mir auf die Eier.
Das sieht aus wie ein leichter Fail. Obwohl. Wir haben... Oh, lol. Wir haben es noch geschafft. Easy. Aber trotzdem kommt jetzt schon wieder alles auf uns drauf. Und tschüss. Schönes Minispiel. Aber wie gesagt, trotzdem wäre es jetzt schön zu wissen, wo der Turm steht. Der Typ scheint weg zu sein. Ja gut, das Minispiel können wir auch noch machen. Wieso nicht? Vielleicht bekommen wir ja noch gute Items. Todesefeu. Naja. Ja. Kann man schon haben. Und eine Schaufelplakette. So, der Turm kann ja dann eigentlich nur noch irgendwo hier oben. Oh, jetzt hör doch auf mit diesen scheiß wütenden Mobs. Ich meine, ich mag Möpse, aber sowas doch nicht. Jetzt hör, ich hab's doch ge... Oh Mann! So eine Scheiße! Ich hab doch getroffen! So, das da oben scheint der Turm zu sein. Da ist doch schon wieder so ein Gollum. Ja, machen wir das antike Rätsel nicht. Auch wenn wir das letzte leicht verkackt haben. Easy. Das Imperium des Barons ist eine perfekt geölte Maschine. Genau wie ich. Aha. Na dann zeig mal her, dieses unglaublich starke maschinische Monster. Ich geb den 3 Schläge. Das war einer. Das war der zweite. Das war der dritte. Bam. Süß. Einfach nur süß. So, scheiß auf Feldreparatur, würde ich sagen. Die Monster hier können uns eh nichts antun. Und wir sind dann schneller wieder im Schloss, als uns irgendwas passieren kann. Kaputt. Zurück. Easy. Was? Was war das jetzt? Rede mit dem Wächter in Bad Kopfstein, bitte. Was? Gut.
Ich dachte, wir sollen die Türme zerstören. Wieso muss ich jetzt mit irgendjemandem reden? Sei nochmal her, Quests oder so. Irgendwo muss man die ja sehen können. Besiege den Wächter in Bad Kopfstein. Untersuch. Alter. Oh Gott. Wieso zum Teufel zeigen die uns das den Quest, wenn wir damit schon fertig sind? Den oder die Quest? Die Quest. Oder den. Ach, keine Ahnung. Müssen wir jetzt überhaupt hier in die Nimmermoore? Ich glaube ja. Stimmt, der Wiederwald war der einzigste, wo nix war, glaube ich. So, hier werden wir einfach mal mit den Alien nochmal reden. Der wird uns, denke ich mal, schon sagen, wo wir hin müssen. Und außerdem glaube ich, dass wir eh ans letzte Ende müssen von diesem Scheißmoor. Was will dieses Vieh denn jetzt schon wieder? Geh doch weg. Tschüss. Easy. Gott. Ja, Priester Schwefel, das ist eigentlich nicht so schlecht. Stinkschleim haben wir auch viel zu wenig von. Oh ja, ist schon gut. Ist schon gut. Können wir machen. Damit fällt das Itemjagen aus. Das machen wir jetzt schon. Ja. Alter. Hallo. Oh, war das knapp. Holy, holy. Wo ich herkomme, ist die Zerstörung von Türmen ein Breitensport. Ich bin dabei. Mhm. Der Baron hat die Kraft der Biologie missbraucht, um dieses beeindruckende Monster zu erschaffen. Ist ja toll. Aber ein ähnlich beeindruckendes mechanisches Monster müsste es besiegen können. Scheiß auf mechanisches Monster, ich kann alles besiegen. Wieso wollen die immer, dass ich meine Monster von bestimmten von einer bestimmten Gruppe sind. Scheiß doch drauf, ob es mechanisch, alchemistisch oder biologisch ist. Mein Monster kann alles zerstören. Ja, auch das Konstrukt. Gegen das ich jetzt nur kämpfe, weil ich keinen Bock auf diese scheiß Käfer habe. Da geht das hier wesentlich schneller als so ein Käferklatschen. So, der letzte Turm stand da, wo der Bosskampf war in Bad Kopfstein. Nein! Oh, war das knapp. Das heißt, hier müssten wir hier reingehen, schätze ich mal. Denn hier war ja auch der Bosskampf von den Ding. Ja komm, das Kanal-Ding können wir auch noch machen. Glaube ich, dass hier der Bosskampf war. Ist der einzigste Schar, der seine Originalstimme bei Digimon Twi nicht wiederbekommt. Hier ist doch das Monster.
Gut, das habe ich jetzt nicht gemeint. Das wäre peinlich, wenn das jetzt der Bosskampf wäre, aber ja. Der Wahnsinnige. Wahnsinnig tot bist du. Seine Seele war jetzt bestimmt gequält, so schnell wie er gegen mich auf die Knie gehen musste. Ich lebe für den Baron und dafür, dich zu zermalmen. Das hast du schon oft versucht. Naja, ich bleib bei 3 Schlägen. Das war Schlag Nummer 1. Schlag Nummer 2. Okay. Der hat meinen Schädel abhauen können. Das ist jetzt nicht ganz so cool. Und das war ein Block. Okay, doch mehr als 3 Schläge. Fehlt mir jetzt dafür die Energie. Das würde auf den Oberkörper gehen. Und die einzigste Attacke, die ich machen kann, also passt das. Ja gut, hat jetzt nicht besonders so viel gebracht. Okay, der kann etwas mehr, ich geb's zu. Ist trotzdem weg. Brauch ich jetzt noch eine... Ach nee, komm, scheiß drauf. Wenn ich im Schloss bin, ist mein Monster sowieso wieder komplett geheilt und die Monster hier, die können mir gar nichts antun. Die sind alle nach einem Schlag weg, da brauche ich keine Feldreparatur. Hab ich geschafft, so. Dann geht's jetzt zurück ins Schloss. Ohne gegen solche Scheißkäfer zu kämpfen. Passt. Und dann auf den Friedhof. Da kämpfen wir dann noch gegen den alchemistischen Boss und dann sollten wir das auch geschafft haben. Müsste ich mal überlegen. What? Mein Monster hat alchemistische Beine und einen alchemistischen Kopf. Der Oberkörper ist biologisch. Und ich glaube, die beiden Arme müssten auch... Ne, ich glaube, ein Arm ist alchemistisch und der andere biologisch. Dieser Turm muss weg. Ich brauche den Platz für neue Gräber. Kümmerst du dich darum? Ja, so viel Monster, wie ich hier zerstöre. Oh nein, eine alchemistische Bestie mit unglaublicher Macht. Da braucht man definitiv neue Gräber. Perfektion hat einen Namen. Ein starkes biologisches Monster müsste ihm gewachsen sein. Ja, ich weiß es halt nicht, ob der Arm biologisch oder alchemistisch ist.
Wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube hier hoch. Oder? Natürlich folgt das mich. Ja, machen wir einen Pflanzennotstand. Ist nicht wahr, hab's auch noch verfehlt. Easy. So, die können jetzt leicht verschwinden da unten. Die kommen wieder. Natürlich! Alter, dieses Game. Dieses Game. Sieht nicht so aus, als wäre hier ein Turm. Nein, 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 nein. Ja gut, da runter gehen wir jetzt auch noch mal. Alter! Was geht denn mit den Vieh ab? Können sie jetzt mal woanders lang gehen? Ist das dein Ernst? Natürlich. Und so, liebe Freunde, kann man einen Part unglaublich in die Länge ziehen. Was will das Vieh denn von mir? Gut, der Oberkörper sieht zwar geil aus, das gebe ich zu, aber das kann doch trotzdem nichts. Hier, get wrecked. Und ich habe schon wieder vergessen, den Anfang zu skippen. Hätte auch einfach hier lang laufen können. Aber nein. So, ich muss jetzt den scheiß Turm finden. Ihr könnt euch gleich verpissen. Hier ist er nicht. Dann ist er doch auf der anderen Seite. Hier oben vielleicht. Sieht nicht so aus. Hä? Wo soll denn der Turm jetzt sein? Machen wir hier noch ein Minispiel, Schatzsuche von mir aus. Natürlich. Aber dennoch, wo soll jetzt hier dieser scheiß Turm sein? Wäre schön, wenn die mal wenigstens einen so eine Markierung geben könnten, wo man hin muss. Frische Sehne?
Die sah aber neu aus. Da habe ich scheinbar etwas zu schnell weggeskippt. Da oben war nix. Da aber auch nicht. Wo müssen wir hin? Ja komm hier, das können wir auch noch machen. Dennoch wäre es echt interessant zu erfahren, wo wir hin müssen. Hier waren wir noch nicht. Okay. Toll. Richtig schön. Geiler Oberkörper. Aber vom Aussehen her war der jetzt mal richtig nice. Ja, da würde ich sagen, besiegen wir jetzt noch den alchemistischen Boss und dann beenden wir die Folge auch. Sollte leicht gehen. Du bist zwar gut, aber Baron Marty ist wunderbar. Ich muss es wissen. Wieso? Hängst du deinen Kopf jeden Tag zwischen deine Beine oder was? So ein nerviger Kackgollum. Mal gucken, wie lange wir für den brauchen. Er sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Okay. So viel zu dem Thema. Ja gut. Horrormaske, die ist auch neu. Kehre zum Schloss zurück. Machen wir das noch schnell. Ist ja direkt hier. Du hast alle Türme zerstört, Lehrling. Gute Arbeit. Jetzt ist Baron Marty wehrlos. Ha, ha. Wir können dir nichts mehr beibringen. Wann konntet ihr mir jemals etwas beibringen? Habe ich was verpasst? Aha. Egal, wie gesagt, ich beende jetzt den Part hier. Hoffe, es hat euch gefallen. Rede im Kommandoraum mit Professor Unsicher. Ja, mach mal in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freue mich, wenn man bekommt, ich sage bis zum nächsten Mal. Tüdelü XD. Ciao.